willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum Berlin-Vlog. Wir sind mittlerweile angekommen am nächsten Tag. Das ist dann der Samstag. Und warum sind wir angekommen? Weil es Nacht ist. Und weil keine S-Bahn mehr fährt. Und weil wir jetzt laufen müssen. Herrlich. Ich liebe Rons Planungsqualitäten, wobei das nicht wirklich seine Schuld war. Aber jetzt dürfen wir durch den wunderschönen Stadtteil Köpenick laufen. Bis zum Stadtteil Marsdorf. Malsdorf. Ach, keine Ahnung. Ich war noch nie in Berlin. Ich bin das erste Mal hier. Ja, schäm dich. Aber bisher gefällt es mir, also zumindest hat es mir gefallen, bis gerade eben. Naja, jetzt auf jeden Fall unsere Mission, ein paar Kilometer schön zu laufen. Aber morgen sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Hoffentlich zumindest. Bis später. Einen wunderschönen nächsten guten Morgen, meine Freunde. Wir machen uns auf dem Weg in die City Berlin. Zum Alex, zum Brandenburger Tor, zum Sony Center, zur Siegessäule. Und zum Burgeramt. Ich werde zwischendurch mal auf Twitter schreiben, wann ich wo bin. Mal schauen, ob da irgendjemand von euch sein wird. Gibt es noch was zu sagen? Ja, genau. Gestern Kommunio, ne, Freunde? Ich habe mir überlegt, die Davi, lässt du den drin? Der spielt gegen Bayern. In den Spielen glänzt der immer nicht so. Nimmst ihn lieber raus. Hatte aber nur Schmiedebach als Alternative. Hab mir gedacht, Schmiedebach, naja, Hannover reißt sowieso nichts. Und wenn, dann sicherlich nicht Schmiedebach. Der schießt sein zweites Tor aller Zeiten in der Bundesliga. Manuel Schmiedebach. Wer ist Man of the Match am Ende? Manuel Schmiedebach. Das ist so typisch. Oh Mann. Naja. So, wir machen uns auf den Weg und sehen uns später wieder. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And angekommen in zu Hause. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meiner Freundin. Ich überrasche die jetzt gleich. Die erwartet nicht, dass ich noch komme, aber weil ich ein Fuchs bin, das Ganze mit ihrem Bruder organisiert habe, werde ich sie gleich überraschen. Zum Fußball. Wie gesagt, kommt noch ein gesondertes Video. Heute waren wir, wie gesagt, beziehungsweise wie ihr auch gesehen habt, in Berlin. Haben uns ein bisschen was angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht meine Stadt. Alles, was ich bisher von Berlin gehört habe, war immer toll, schön, klasse, aber heute, ich weiß nicht, also mich hat es persönlich nie so geflasht. Das Ding ist, ich stehe einfach nicht auf dieses riesige Metropolending, weißt du?
kann ganz interessant sein, kann ganz schön sein. Berlin hat auch echt schöne Ecken, aber wenn man mal so ganz ehrlich ist, wenn man mal sich so vergleichsweise Städte anguckt, kann auch sein, dass ich die schönsten Ecken einfach verpasst habe, ist auch möglich, aber ich stehe deutlich mehr auf Hamburg, auf Köln. London, okay, ist keine deutsche Stadt, aber ist trotzdem deutlich schöner. Das ist eigentlich schon alles, was ich dazu großartig sagen kann. An sich, wie gesagt, es gibt schöne Ecken, es gibt schöne Teile. Ich war das erste Mal in Berlin, Brandenburger Tor und so, das ist schon beeindruckend. Auch die großen Gebäude, Sony Center. Das Bürgeramt war auch echt geil, der Burger hat echt gut geschmeckt. Aber nichtsdestotrotz, wie halt gerade gesagt, bin ich kein großer Fan von Berlin und glaube, werde es auch nicht werden. Das Fußballstadion, die Fußballvereine, ja. Die Stadt an sich, nein. Einfach, weil ich vergleichsweise zu viele andere schöne Städte schon gesehen habe. Sei es halt Köln, sei es Hamburg, London oder sogar vielleicht auch nur Prag, Hannover sogar. Das ist in meinen Augen einfach alles cooler als Berlin. Ist Geschmackssache. Ich kann auch vollkommen verstehen, wenn ihr in Berlin total feiert. Mich muss es da nicht nochmal hin verschlagen. Aber wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war gut geschnitten. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder. Schreibt mir gerne einen Kommentar zu diesem Video, wie ihr Berlin findet, was eure Lieblingsmetropole ist, eure Lieblingscity, worauf ihr so steht. Und lasst mal liebe Grüße für Ron da. Denn ohne den wären wir heute gar nicht mehr in Berlin gewesen, weil der ja die Location zum Pennen organisiert hat. So, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.